Ja, guten Abend. Ich will zu was sagen nach 2-9 Niederlage. Wir wussten schon, dass wir werden von Anfang an mit aggressivem, schnellem Spiel, mit schnellem Vorchecking, Essen kommt auf uns. Wussten ist eins, aber das zu verstehen und umsetzen in die Beine wird nicht so einfach. Wir haben 8 Spiele in dieser Saison mit Vorbereitung gespielt, aber kein Gegner hat gegen uns so schnell und so hart gespielt. Und wir waren einfach nicht bereit. Nicht bereit. Okay. Verdient hoch gewonnen. Die ersten 2 Tore haben wir gleich von Anfang im Powerplay bekommen, im Penalty-Kinn beziehungsweise. Und das hat uns auch auseinandergesetzt und war schwer, wieder sein Spiel zu finden. Und wie gesagt, das größte Problem war, dass ganz einfach, wir waren nicht bereit für so schnell stark spielende Gegner. Gratulation aus auf den Gegner. Danke. Ja, schönen guten Abend. Erstmal vielen Dank für die Gratulation. Wie ich so höre, wie ich so mitbekomme, hat es den Leuten, die heute hier waren, an Zuschauer viel Spaß gemacht. Ich denke, ja, es ist wichtig, darum spielen wir Eishockey, damit es den Zuschauern Spaß macht. Und ist gut so, ich war auch sehr zufrieden und die Mannschaft hat sich gewisses Selbstvertrauen heute erarbeitet, muss man sagen. Wie der Kollege schon sagte, wir haben sehr aggressiv, sehr hart gespielt mit Vorchecking, wir haben eine riesen Laufbereitschaft gehabt. Für mich als Trainer war ganz, ganz wichtig, ich habe immer mit 4 Reihen komplett durchgespielt. Ich habe gar nicht gewechselt. Wir haben heute, bis auf einen Spieler, waren wir in Bestbesetzung heute mal, hatten Leon Niederberger dabei, den Erk dabei, die uns auch verstärken, ist ganz klar, auch noch ganz junge Leute. Und ich bin mal froh, wenn wir jetzt gerade Anfang der Saison mit 4 Reihen spielen können, ohne irgendwie jemanden auf die Bank zu setzen, spart sehr viel Kraft fürs Ende der Saison. Und bei aller Euphorie, die jetzt in dem Spiel heute hier war, wir haben auch im ersten Spiel nicht schlechter gespielt. Da waren wir final nicht so gut. Heute haben wir ein bisschen Scheibenglück gehabt, was wir letzten Freitag gegen Hamm nicht hatten. Und dann sieht das so aus. Aber als Trainer, das sieht man auch, die eine oder andere Sache, die noch nicht gut ist. Das ist einfach so. Die Zuschauer fetzen auf, das ist eine Sache, die bleibt bei uns. Die Mannschaft, die ich habe, das sieht man auch, da ist Potenzial drin. Aber ich bin froh, dass wir jetzt die Spiele gewonnen haben, aber wir brauchen Zeit. Wir brauchen richtig Zeit, um da wirklich auf Temperatur zu kommen, und wenn die Mannschaft dann irgendwann mal am Limit ist und jeder bleibt auf unserer Linie und gewisse Egoismen stellen wir hinten an, dann muss man uns auf den Zettel haben. Dankeschön. Wir sehen uns wieder am 9.10., wenn es heißt Oberhaus gibt es gegen die Hannover Scorpions. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles, langes Wochenende. Kommt gut nach Hause. Dankeschön.